Das Ferienhaus. Als ich 21 Jahre alt war und noch bei meinen Eltern lebte, hatte ich eines Nachts einen heftigen Streit mit ihnen. Es ging darum, dass ich zu oft mit Freunden ausging. Der Streit eskalierte und ich sagte, dass ich die Nacht bei einem Freund verbringen und am nächsten Tag nach einer eigenen Wohnung suchen würde. Als ich schließlich die Einfahrt verließ, war es schon fast 23 Uhr. Ich wollte nicht jeden, den ich kannte, anrufen und nach einem Schlafplatz fragen. Also entschied ich mich, die 30-minütige Fahrt zu einem Ferienhaus meiner Großeltern an der Bucht zu machen. Es war Winter und ich wusste, dass die nicht dort sein würden. Sie bewahrten einen Ersatzschlüssel in einem Schuppen auf, wo man auch den Strom anschaltete. Ich fuhr also dorthin, holte den Schlüssel, schaltete den Strom ein und ging ins Haus, um zu übernachten. In der Umgebung gibt es mehrere Ferienhäuser, die alle etwa 50 Meter voneinander entfernt sind, meist von älteren Menschen genutzt, die wie meine Großeltern nur im Sommer dort sind. In dieser Nacht war mein Auto das einzige weit und breit und ich nahm an, dass ich der Einzige war, der dort übernachtete. Die anderen Ferienhäuser waren dunkel und es standen keine Fahrzeuge davor. Ich machte es mir gemütlich, nahm eine Dusche und legte mich ins Bett. Plötzlich begann das Festnetztelefon zu klingeln. In dieser Gegend war der Handyempfang schlecht bis gar nicht vorhanden, deshalb hatten alle noch Festnetztelefone. Ich nahm den Anruf nicht an, weil ich befürchtete, es könnten meine Eltern sein, die überprüften, ob ich dorthin gefahren war. Es klingelte noch einmal und ich ignorierte es erneut. Beim dritten Klingeln wurde mir klar, dass ich entweder den Stecker ziehen oder abheben musste, also nahm ich den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung sagte niemand etwas, es war komplett still, also legte ich auf. Bevor ich wieder im Bett war, klingelte es erneut. Ich ging zurück, nahm den Hörer ab und wieder war niemand dran. Ich sagte mehrmals Hallo, bevor ich schließlich auflegte. Etwa 10 Minuten später, als ich über den Streit nachdachte, klingelte es wieder. Ich ging wieder hin, hob ab und erneut sagte niemand etwas, aber ich konnte spüren, dass die Leitung offen war. Es war eine Art stille Präsenz, als ob jemand nur das Telefon am Mund hielt und nichts sagte. Es war keine elektronische Stille, wenn das Sinn ergibt. Ich lauschte etwa 5 Minuten und legte dann auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich Angst. Ich schaltete alle Lichter im Haus aus und setzte mich auf mein Bett inmitten des offenen Studiogrundrisses und lauschte auf jedes ungewöhnliche Geräusch. Eine Weile passierte nichts, dann hörte ich, dass irgendwo Wasser lief. Ich entdeckte, dass es von draußen kam. Ich schaute aus jedem Fenster, bis ich sah, dass die Außendusche des benachbarten Hauses an war. In dieser Gegend hatten viele Ferienhäuser Außenduschen, die im Grunde nur hölzerne Kabinen mit Vorhängen waren. Man trat hinein, zog den Vorhang zu und drehte das Wasser auf, das aus einem Rohr über dem Kopf kam. Es war wie eine dieser Duschen, die man benutzt, um sich von Sand und Ähnlichem zu befreien, bevor man zurück ins Auto oder Haus ging. Die Dusche nebenan war an, weil ich das Wasser aus dem Duschkopf laufen sah, der ein wenig über die Höhe der Kabine hinausragte, und ich konnte das Geräusch des Wassers hören, das auf den Beton darunter traf. Wie gesagt, es war Winter und eiskalt draußen, also gab es keinen Grund, warum diese Dusche an sein sollte, und die Fenster des Hauses waren dunkel. Also, wer hatte sie eingeschaltet? Ich konnte nicht erkennen, ob jemand in der Duschkabine war oder nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt war es egal. Ich war genug verängstigt, also rannte ich schnell zu meinem Auto und fuhr davon. Als ich weit genug gefahren war, um Handyempfang zu haben, rief ich einen Freund an und fragte, ob ich bei ihm übernachten könnte. Damit war die Sache für den Moment erledigt. Am nächsten Tag fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, den Schlüssel zurück an den Haken zu hängen. Also bat ich meinen Freund, mich zu begleiten, um den Schlüssel zurückzubringen und zu verhindern, dass meine Großeltern merkten, dass ich dort gewesen war. Als wir am Ferienhaus ankamen, ging ich nach oben, um die Bettlaken zu richten. Als wir das Haus betraten, war ich entsetzt. Die Möbel waren umgestellt und neu arrangiert. Der Sessel, das Sofa, der Küchentisch, alles war an einen anderen Ort gerückt oder in eine andere Richtung gedreht. Dann bemerkte ich, dass die Bilder an den Wänden auf den Kopf gestellt waren. Schließlich war da eine Pfütze Urin auf dem Küchenboden. Da ich meine Anwesenheit ohnehin gestehen musste, meldete ich den Vorfall der Polizei und sie kamen, um sich die Sache anzusehen. Ich erzählte ihnen von den Telefonanrufen und der Dusche. Meine Großeltern kamen auch und bestätigten, dass nichts gestohlen worden war. Dann erzählten sie der Polizei etwas Interessantes. Sie hatten schon länger vermutet, dass ich mich mehrmals im Jahr heimlich ins Ferienhaus geschlichen hatte, ohne jemandem Bescheid zu sagen, weil sie Rechnungen vom Stromanbieter erhalten hatten, die Stromkosten für Tage aufwiesen, an denen sie nicht dort gewesen waren.
Sie gingen davon aus, dass ich nach etwas Privatsphäre suchte und beschlossen, die Rechnungen diskret zu bezahlen und es mir oder meinen Eltern nicht zu erzählen, um mich nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Als ich ihnen sagte, dass ich es nicht war, waren sie besorgt. Sie riefen einige ihrer Freunde an, die ebenfalls Häuser in der Gegend besaßen, um sie über den Einbruch zu informieren. Einige von ihnen fuhren noch am selben Tag dorthin, um nach ihren eigenen Häusern zu sehen. Der unheimlichste Teil der Geschichte kommt jetzt. Die Leute, die das Ferienhaus nebenan besaßen, waren seit Jahren Freunde meiner Großeltern. Als sie dort nachsahen, fanden sie heraus, dass ihr Bett kürzlich benutzt worden war und leere Bierflaschen im Mülleimer lagen. Auf dem Küchentisch lag ihr Festnetztelefon und daneben ein Notizbuch, das sie normalerweise neben dem Telefon auf der Arbeitsplatte aufbewahrten. Darin standen die Telefonnummern aller anderen Ferienhäuser in der Gegend, einschließlich der meiner Großeltern. Wir kamen zu dem Schluss, dass derjenige, der mich angerufen hatte, die Nummer aus dem Notizbuch hatte und direkt dort in der Küche des Nachbarn gesessen hatte, als er mich am Abend zuvor anrief. Irgendwann in der Nacht muss er dann rübergegangen sein, durch ein Fenster eingestiegen sein und die Möbel und Bilder umgestellt und dann auf den Boden gepinkelt haben. Es musste auch dieselbe Person gewesen sein, die die Außendusche eingeschaltet hatte. Nach diesem Vorfall ließen die meisten Leute in der Gegend Alarmsysteme für ihre Ferienhäuser installieren und versteckten keine Schlüssel mehr draußen. In den letzten Jahren bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich ein obdachloser Mann war, der im Winter unbewohnte Ferienhäuser nutzte. Die Tatsache, dass meine Großeltern schon früher Stromrechnungen für Zeiten hatten, in denen sie nicht dort waren, zeigte mir, dass dies kein Einzelfall war. Ich glaube, dass ich an diesem Abend, als ich dort auftauchte, ihn provoziert oder erschreckt habe, sodass er befürchtete, entdeckt zu werden. Daher nutzte er Einschüchterungstaktiken, um mich dazu zu bringen, das Haus zu verlassen. Ich glaube nicht, dass ihm der Gedanke gefiel, dass ich dort war und ihn entdecken könnte. Das ist jedenfalls meine Theorie. Aber ich kann immer noch nicht erklären, warum er die Möbel und Bilder umstellte und den Urin hinterließ. Vielleicht war es seine Art, sicherzustellen, dass ich nie wieder allein dort übernachte. Egal wie, das Erlebnis hat mich so sehr erschreckt, dass ich seitdem nie wieder allein außerhalb der Stadt übernachtet habe und ich bin definitiv nie wieder in dieses Ferienhaus zurückgekehrt. Chef. Als ich im College war, nahm ich einen Job bei einem exzentrischen Mann an, der versuchte, Maschinen für ein Unternehmen zu produzieren. Meine Aufgabe bestand darin, diese Maschinen zusammenzubauen, etwa 4 Stunden am Tag. Es war ein ruhiger und recht einfacher Job. Es gab nur diesen Mann, einige seiner Familienmitglieder, einen Buchhalter und mich. Der Job war in einer kleinen Stadt, die früher ein altes Goldgräberstädtchen war, aber mittlerweile heruntergekommen war. Das Gebäude, in dem ich arbeitete, war Teil eines ganzen Blocks von miteinander verbundenen Gebäuden und etwa 100 Jahre alt. Es hatte 3 Stockwerke, einen Keller, der vom angrenzenden Lagerhaus aus versiegelt war, ein mittleres Stockwerk, das komplett leer war, und ein oberes Stockwerk, wo ich arbeitete. Dieses Stockwerk hatte hohe Gewölbedecken und einen großen Balken, der quer durch den Raum verlief. Es war über eine wackelige Treppe zugänglich, die zu einem Raum auf der rechten Seite, einem großen Raum auf der linken Seite und einem kleinen Raum im hinteren Bereich führte. Im Raum rechts standen halbleere Regale, teilweise mit Ingenieurbüchern. Im kleinen Raum hinten befand sich der Schreibtisch des Buchhalters. Der Hauptraum, in dem ich arbeitete, bestand aus einem langen Tisch mit Regalen in der Mitte. Eines Abends, als ich aufgrund meiner Abschlussprüfungen Stunden aufholen musste, fragte ich meinen Chef, ob ich länger arbeiten könnte. Er sagte, das sei in Ordnung, ich solle nur sicherstellen, dass ich die Haustür abschließe, wenn ich gehe. Gegen 17 Uhr verließen alle das Gebäude. Nachdem sie weg waren, überprüfte ich die Haustür am Fuß der Treppe, um sicherzustellen, dass sie abgeschlossen war. Ich arbeitete etwa 2 Stunden ohne Zwischenfälle, als ich plötzlich hörte, wie jemand die Treppe hinaufkam. Die Treppe war alt und knarrte schon bei den leichtesten Schritten. Ich dachte mir nichts dabei und ging davon aus, dass mein Chef vielleicht etwas vergessen hatte und im anderen Raum danach suchte. Nach ein paar Minuten rief ich, aber niemand antwortete. Um in den hinteren Raum oder irgendwo anders hinzukommen, hätte die Person, die die Treppe hinaufkam, direkt an mir vorbeigehen müssen, aber niemand ging an mir vorbei. Schließlich stand ich auf und ging in den anderen Raum, um nachzusehen, wer da war. Doch da war niemand. Ich war nicht verängstigt, nur verwirrt. Die Räume waren groß und größtenteils leer, also dauerte es nur eine Minute, um alles abzusuchen, und es war definitiv niemand da. Ich stand eine Weile ratlos oben an der Treppe und dachte, jemand wollte mich vielleicht reinlegen.
Ich ging sogar so weit, die Regale zu bewegen, um zu sehen, ob sich dahinter etwas verbarg. Da war nichts. Ich suchte das Gebäude noch einmal ab, diesmal auch das obere Stockwerk und den großen leeren Raum unten. Die Tür war immer noch abgeschlossen. Ich war perplex und versuchte, mir eine logische Erklärung auszudenken. Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass in einem anderen Teil des Gebäudes möglicherweise Bauarbeiten stattfanden, die die Treppe zum Wackeln brachten. Es war eine weit hergeholte Erklärung, aber was für Alternativen gab es? Ich beschloss zu gehen, stempelte aus und ging die Treppe hinunter, um die Haustür erneut zu überprüfen. Es war das erste Mal, dass ich so spät arbeitete, und mein Chef hatte mir gesagt, dass ich sicherstellen sollte, dass die Tür abgeschlossen ist, wenn ich gehe. Ich überprüfte sie sogar doppelt. Mein Plan war nebenan nachzusehen, ob dort Bauarbeiten stattfanden. Ich brauchte eine Ausrede, warum ich nicht viel geschafft hatte, da ich die meiste Zeit damit verbracht hatte, herauszufinden, wer die Treppe hinaufgegangen war. Als ich jedoch nach draußen kam, stellte ich fest, dass der gesamte Block komplett leer war. Das war ein altes Industriegebiet und nicht nur dieser Block, sondern auch alle umliegenden waren menschenleer. Immer noch überzeugt, dass jemand in einem anderen Gebäude die Treppe zum Wackeln gebracht hatte, stieg ich in mein Auto und fuhr um das Gebäude herum, um zu sehen, ob vielleicht hinten gearbeitet wurde. Nein, auch dort war alles menschenleer. Für mich war diese trostlose Umgebung fast unheimlicher als das, was die Treppe zum Wackeln gebracht hatte. Ich fuhr einmal um den gesamten Block, was weniger als eine Minute dauerte, und beschloss dann, nach Hause zu fahren. Als ich wieder an unserem Gebäude vorbeifuhr, blieb mir fast das Herz stehen. Die Haustür stand weit offen. Es war inzwischen etwa 7:30, stockdunkel draußen, abgesehen von einer Straßenlaterne am Ende des Blocks. Es waren keine Autos oder Menschen weit und breit zu sehen. Ich hielt das Auto an und starrte etwa eine Minute lang wie ein Idiot auf die offene Tür. Schließlich beruhigte ich mich und beschloss, direkt neben die Tür zu fahren, um zu sehen, ob drinnen Licht brannte. Doch es war stockdunkel im Gebäude. An diesem Punkt überlegte ich ernsthaft, ob ich diesen Job wirklich behalten wollte. Ich hatte zuvor bei Kmart gearbeitet und wollte auf keinen Fall wieder im Einzelhandel arbeiten. Dieser Job bezahlte auch deutlich besser. Wenn ich die Tür offen ließ, könnte ich gefeuert werden. Wenn ich die Tür schloss, würde ich mich wahrscheinlich vor Angst in die Hose machen. Da ich aber ein armer College-Student war, überwand ich meine Angst, ließ das Auto laufen, rannte zur Tür und schlug sie zu. Dann drehte ich den Griff, um zu sehen, ob sie abgeschlossen war, aber das war sie nicht. In einem Moment, der mir wie Minuten vorkam, der aber wahrscheinlich nur Sekunden dauerte, öffnete ich die Tür gerade genug, um hineinzufassen und das Schloss zu drehen. Ich schlug die Tür erneut zu und drehte den Griff wieder, um sicherzustellen, dass sie wirklich verschlossen war. In dem Moment, als ich den Griff loslassen wollte, hörte ich erneut das Rumpeln der Treppe. Auch wenn ich hingesehen hätte, ich hätte nichts gesehen, weil die Treppe im Dunkeln lag. Aber ich schaute natürlich nicht. Ich wurde blass und rannte die wenigen Schritte zurück zu meinem Auto, sprang hinein, schloss die Tür, legte den Gang ein und gab Gas. Ich fuhr so schnell, dass ich an der nächsten Kreuzung auf die Bremse treten musste, um nicht über das Stoppschild zu rasen. Ich weiß nicht, was mich dazu trieb, aber ich warf einen Blick über meine Schulter aus morbider Neugier. Es war dunkel, aber ich konnte die Tür sehen und sie war immer noch geschlossen. Also fuhr ich nach Hause. Am nächsten Tag ging ich zurück zur Arbeit und überlegte lange, ob ich etwas sagen sollte oder nicht. Schließlich entschied ich, dass ich es musste und sprach den Sohn meines Chefs an. Ich erklärte ihm, dass mir letzte Nacht etwas Seltsames passiert sei. Er fragte mich, ob ich Geräusche gehört hätte. Ich nickte nur. Dann erzählte er mir, dass dieser Ort angeblich verflucht sei. Er sagte, er habe früher nachts gearbeitet und Schatten gesehen und Geräusche gehört, aber er wollte nicht ins Detail gehen. Er sagte, dass er nicht mehr alleine oder nachts dort arbeiten würde und riet mir, dasselbe zu tun. Er sagte, er würde seinem Vater Bescheid geben, dass ich nicht mehr nachts arbeiten sollte. Ich konnte ihm nie mehr Informationen über seine Erlebnisse entlocken und ich fühlte mich auch nicht wohl dabei, ihm von meinem gesamten Erlebnis zu erzählen. Ich erzählte ihm von dem Geräusch der Treppe, aber nicht von der offenen Tür. Das Seltsame war, dass mein Chef oft allein bis spät in die Nacht arbeitete. Er sagte seinem Sohn, dass er Unsinn redete und aufhören sollte, solchen Blödsinn zu erzählen. Er hatte auch mir gegenüber wenig Verständnis, nachdem sein Sohn ihm mitgeteilt hatte, dass ich nicht mehr nachts arbeiten wollte. Zwischen dem seltsamen Vorfall und der herablassenden Art des Chefs fand ich nach ein paar Wochen einen neuen Job und kündigte. Jahre später sah ich meinen alten Chef in der Zeitung. Es hieß, dass sein Geschäft pleite gegangen war und er aus dem Gebäude zwangsgeräumt wurde. Er weigerte sich zu gehen und als die Polizei kam, um ihn rauszuholen, fanden sie ihn tot vor.
Er hatte sich im Zentrum des Raumes, in dem ich früher gearbeitet hatte, an dem großen Balken erhängt. Der Fall schaffte es in die Zeitung, weil die Polizei zunächst von einem Mord ausging, da es nichts gab, worauf er hätte stehen können, um seinen Kopf in die Schlinge zu bekommen. Nach einigen Wochen fanden sie jedoch keine Beweise für einen Mord oder ein Motiv und kamen zu dem Schluss, dass er auf ein Regal in der Nähe der Wand geklettert und entweder mit den Händen oder durch Gehen auf dem Balken zur Mitte gelangt war, um sich dort zu erhängen. Ich habe die Familie nie wieder gesehen, aber ich hörte, dass sie nach Florida gezogen sind, um bei Verwandten zu leben. Der Geist. Die Adresse lautet Wing Lake Road in Michigan. Es ist das erste oder zweite Haus auf der rechten Seite, wenn man von Süden in die Wing Lake Road einbiegt. Mit einer Schotterauffahrt war das Haus gelb gestrichen, als ich 1982 dort lebte. Zu dieser Zeit war ich ein etwa 14 oder 15 Jahre alter Schüler in der Highschool, trank nicht, nahm keine Drogen und war ein ganz normaler Teenager. In der ersten Nacht, in der meine Familie in dem Haus lebte, fielen alle Lichter im Haus aus, mit Ausnahme derer in der Garage unterhalb des kleinen Dachbodens und im Dachboden selbst. Die Tür zu diesem kleinen Dachboden öffnete sich langsam mit einem Knarren und schlug dann, nach etwa einer Minute, laut zu. Oft, wenn ich im Haus stand, hatte ich das Gefühl, als würde jemand Kaltes hinter mir stehen und seine Hand über meine Schulter legen. Wenn ich mich schnell umdrehte, verschwand dieses Gefühl. Doch es kehrte immer wieder zurück, als ob jemand direkt hinter mir wäre, den ich aber nicht sehen konnte. Beim Abendessen hörte man oft das Geräusch eines Balls, der über uns auf dem Boden prallte. Es klang, als würde man einen Tischtennisball fallen lassen, der dann immer schneller aufprallt. Doch diese Geräusche dauerten mehrere Minuten an. Zweimal, als ich die Garage betrat, fiel ein großer, rostiger Nagel aus einer nagellosen Stuckdecke, richtete sich in der Luft aus und schoss direkt vor mir vorbei. Er prallte gegen die Garagenwand, sprang von einer Kiste ab und landete mit einem Ping-Geräusch auf dem Boden. Dann war der Nagel verschwunden. Dies geschah mir zweimal und meinem Vater einmal, aber er konnte den Nagel tatsächlich aufheben. Das Erstaunliche war, dass der Nagel bei beiden Malen genau denselben Weg nahm. In der Decke war auch kein Loch zu sehen, das der Nagel hinterlassen hätte. Ein Muster entwickelte sich. Diese seltsamen Vorkommnisse betrafen immer nur Männer, nicht Frauen. Ich verstand den Grund dafür erst, nachdem ich aus dem Haus ausgezogen war. Wir hatten einen Gärtner, der in Wayne oder Pontiac, Michigan lebte und kürzlich seinen Job bei einem der Autounternehmen verloren hatte. Neugierig fragte ich ihn, ob ihm im Haus irgendetwas Seltsames aufgefallen sei. Er leugnete zunächst, bis er den Raum zum kleinen Dachboden strich und das Radio plötzlich den Sender wechselte, während er zuhörte. Nach dieser Erfahrung teilte er meiner Mutter mit, dass er uns nur noch anrufen würde, wenn wir Hausarbeiten zu erledigen hätten und dass wir ihn nicht mehr kontaktieren sollten. Nach einer Weile beruhigte er sich wieder, war aber ziemlich aufgewühlt. Zweimal, während ich schlief, passierten in meinem Zimmer merkwürdige Dinge. Das erste erinnerte an die alten Pepto-Bismol-Werbespots, in denen der Mann sich vor Unbehagen aufblähte und wackelte. Eines Nachts wachte ich mitten in der Nacht auf und sah, wie meine Schranktüren dasselbe taten. Da ich wusste, dass ich nichts daran ändern konnte, schloss ich einfach die Augen und schlief wieder ein. Das war für mich eine sehr seltsame Reaktion und nachdem wir das Haus verlassen hatten, fragten wir uns, ob wir verrückt gewesen waren, dort ein Jahr lang zu leben. Das zweite Ereignis war einfach. Da ist jemand, der in meinem Zimmer umhergeht. Ich hörte Schritte und das Knarren der Dielen, als ob jemand mein Zimmer betrat. Es gab jedoch keine Vertiefungen im Teppich und es waren nur drei Schritte zu hören. Wieder einmal schlief ich einfach weiter. Während ich mit meinem Freund Quigley und seinem Hund auf dem Eis des Sees spielte, beschlossen wir, zu mir nach Hause zu gehen. Ich warnte ihn, dass das Haus verflucht sei, aber wir wollten das Beste daraus machen. Als wir uns dem Haus näherten, brauchte es einige Überredungskunst, um den Hund in den Vorgarten zu locken, aber schließlich gelang es uns mit einem Tennisball. Schließlich konnten wir den Hund fangen und nahmen ihn mit auf die Veranda, wo er sich heftig sträubte. Kevin nahm den Hund am Halsband und ich öffnete die Haustür. Der Hund erstarrte, sah die Treppe hinauf, winselte und zog sich zurück, wobei er uns mit sich zog und uns fast vom Rasen schleuderte. Wir konnten ihn nicht festhalten und der Hund blieb auf der Straße und wollte weder in die Nähe des Hauses noch auf den Rasen kommen. Verwirrt und ohne irgendeinen Geist zu sehen, gingen Kevin und ich ins Haus und holten uns Kekse. Nach der Kekspause gingen wir nach oben und fingen als Jugendliche an zu raufen. Dabei fielen wir auf mein massives Kiefernbett und das Bett brach in zwei Teile.
Nun, ich hatte das Bett schon 12 Jahre und es hatte einiges ausgehalten, aber es hätte auch einfach kaputt gehen können. Etwas beschämt gingen wir beide nach unten und Kevin verließ das Haus mit seinem Hund. Ein anderer Freund namens Justin hatte wie ich eine Bierdosensammlung. Ich bewahrte meine im kleinen Dachboden auf und ging daher nicht oft dorthin. Da ich wusste, dass der Geist mehr Aufmerksamkeit auf jemanden Neuen richten würde, wenn ich Justin einlud, erzählte ich ihm von dem Spukhaus und wir gingen hin, um meine Bierdosensammlung anzusehen. Justin reagierte zunächst recht gut, aber nach etwa 10 Minuten begann er immer wieder überrascht auszusehen und etwas von seiner Schulter zu wischen. 3-mal fragte ich ihn, ob er gehen wolle, bis er mir entschieden sagte, dass er selbst sagen würde, wann er gehen wolle. Er ging einfach hin und her, betrachtete die gleichen Bierdosen immer wieder. Nach etwa 3 Minuten bat er schließlich, das Haus zu verlassen. Als wir die Treppe hinuntergingen, fragte ich ihn, ob er gespürt habe, dass der Geist seinen Rücken berührt habe. Abrupt drehte er sich zu mir um und sagte mir, ohne meine Frage zu beantworten, dass ich ihn niemals wieder in diesen Raum bringen sollte. Jahre später beschrieb ich ihm genau, was ihm passiert war, und er war erstaunt, dass ich es genau richtig beschrieben hatte. Es ist, als ob du auf einer verlassenen Straße gehst, meilenweit von allem entfernt, und du weißt, dass da jemand direkt hinter dir ist. Ohne große Umschweife sagte ich ihm, dass ich dort 1 Jahr gelebt habe und mit diesen Gefühlen des Hauses gut vertraut war. Als wir in das Haus einzogen, hatten wir eine Katze. Normalerweise war sie eine Hauskatze und blieb in der Nähe des Hauses mit ein paar nächtlichen Ausflügen. Doch ihr Verhalten änderte sich und sie verbrachte kaum noch Zeit im Haus, bis sie schließlich ganz verschwand. Ich weiß nicht genau warum, aber Tiere schienen dieses Haus nicht zu mögen. Die Probleme in diesem Haus zu leben, teilten wir nicht mit unseren Nachbarn. Überraschenderweise fragte mich ein Nachbar, der 3 Häuser weiter wohnte, jedes Mal, wenn er mich sah, wie es mir ging und wie es im Haus liefe. Erst später wurde mir klar, dass er eigentlich fragte: Geht es dir gut in diesem Spukhaus? Einmal betraten mein Vater und ich den Raum neben dem, der zum kleinen Dachboden führte, und wir spürten eine Präsenz. Wir beschlossen, die Atmosphäre aufzuhellen und begannen, dem Geist Aufmerksamkeit zu schenken und scherzten darüber, nett zu ihm zu sein oder einen Geist zum Essen einzuladen. Eine halbe Stunde später hörten wir ohne ein Wort auf. Eine bedrohliche, feindselige Stimmung breitete sich im Raum aus, die uns dazu drängte, jetzt aufzuhören. In dieser Zeit konnte ich das Gefühl auf meinem Rücken durch eine einfache Handbewegung wegwischen. Nach einer weiteren halben Stunde standen wir beide auf und gingen. Ich fragte meinen Vater, der ein ehemaliger Geheimagent und kein Feigling war, lass uns das nie wieder tun. Er stimmte schnell zu. Zufällig lief zur Zeit, als wir in dem Haus lebten, der Film Poltergeist im Kino. Natürlich habe ich mir den Film angesehen. Mit der Zeit wurde der Familie klar, dass ich Schwierigkeiten hatte, in dem Haus zu leben. Einmal fragte ich meinen Vater, ob ihm etwas passiert sei, das er mir noch nicht erzählt hatte. Er erzählte mir eine Geschichte von ein paar Wochen zuvor, als er auf der Toilette saß und der Papierkorb ohne seine Zustimmung quer durch das Badezimmer flog. Meine Definition eines von einem Poltergeist beeinflussten Gebiets ist, wenn unbelebte Gegenstände durch den Raum fliegen, ohne dass man sie dazu auffordert. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte niemand in unserer Familie den Poltergeist gesehen und wir waren fest entschlossen, in diesem Haus zu bleiben, weil es einfach unser Zuhause war. Später eine Nacht legte ich mich ins Bett und schloss die Augen. Doch nach nur 10 Sekunden öffnete ich sie plötzlich wieder. Was ich sah, konnte in einer dreidimensionalen Welt nicht existieren. Innerhalb von weniger als 2 Sekunden betrat ein graues Objekt mein Zimmer und schoss direkt in die Decke über mir. Es jagt mir immer noch einen Schauer über den Rücken, wenn ich daran zurückdenke. Das Objekt schien eine graue, formlos wirkende Masse zu sein, die mit einer Art Fernsehbildschirmrauschen überzogen war, sodass es sich in den Hintergrund einfügte, aber dennoch sichtbar blieb. Als es in den Raum eindrang, bewegte es sich etwa 1 bis 2 Meter hinein und ging dann geradewegs nach oben in die Decke. Doch dabei trat es an 2 verschiedenen Stellen in die Decke ein, ohne sich zu strecken oder zu verformen. Es trennte sich nicht sichtbar, es trat einfach gleichzeitig an 2 Punkten in die Decke ein. Leicht geschockt wurde mir klar, ich habe es gesehen. Das war keine Reflexion von Autoscheinwerfern, das war echt. Da ich wusste, dass ich nichts dagegen tun konnte, schlief ich wieder ein und erzählte meinen Eltern am nächsten Tag davon. Der endgültige Vorfall jedoch brachte das Fass zum Überlaufen. Ich war gerade von Justin, meinem Freund mit der Bierdosensammlung, nach Hause gefahren, nachdem ich bei ihm übernachtet hatte, während meine Eltern im Urlaub in Hilton Head waren. Als ich von Justin aufbrach, war das Wetter wunderbar und sonnig, doch auf der 5 Meilen langen Fahrt nach Hause zog plötzlich ein Sturm auf.
Als ich bei unserem Haus ankam, bewegten sich große Bäume wie wild im Wind, der Himmel war grau und es ergab einfach keinen Sinn, dass sich das Wetter so drastisch verändert hatte. So etwas habe ich seitdem nie wieder erlebt. In der Erwartung, meine Eltern zu Hause anzutreffen, wurde ich enttäuscht. Sie waren noch nicht da und ich musste dem Haus und dem aufziehenden Sturm alleine entgegentreten. Als ich die Schotterauffahrt zum hinteren Teil des Hauses hinaufging, hatte ich das unheimliche Gefühl, das Haus würde mich ansehen. Ich wusste, ich musste hinein, an der Tür zum Keller vorbeikommen und dann wäre ich in der Küche oder im Esszimmer in Sicherheit. Doch als ich ins Haus kam, stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass die gleiche Situation wie in der ersten Nacht erneut eingetreten war. Das Licht war in den meisten Teilen des Hauses ausgefallen. Ich hoffte, dass das Licht in der Küche funktionieren würde, da sie direkt unter dem Raum zum kleinen Dachboden lag. Ich versuchte das Licht im Wohnzimmer, aber es funktionierte nicht. Nach 45 Minuten und beginnender Panik spürte ich plötzlich wieder diese kalte Präsenz hinter mir und alles, was ich tun konnte, war, mich in der Küche zu bewegen, um sie loszuwerden. Wenn ich durch das Esszimmer ging, müsste ich durch die Haustür hinaus und ich wusste, dass ich die Treppe zum zweiten Stock hinaufsehen würde. Irgendwie war ich überzeugt, dass dort oben etwas auf mich wartete und es vorbei wäre, wenn ich es ansah. Ich hätte durch ein Fenster in der Küche flüchten können, aber das war zu schwierig. Die Hintertür schien der einzige Ausweg zu sein, aber dafür müsste ich an der grünen Tür zum Keller vorbei, eine Tür öffnen und dann noch eine weitere aufstoßen. Es wurde immer dunkler, stürmischer und meine Angst wuchs. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich die Maklerin anrufen konnte. Sie hatte uns gesagt, dass wir sie kontaktieren sollten, falls wir Probleme mit dem Haus hätten. Fast den Tränen nahe rief ich sie an und erklärte ihr meine Situation. Den tobenden Sturm um das Haus, die ausgefallenen Lichter und die kalte Präsenz, die sich hinter mir aufbaute, während ich allein ohne meine Eltern im Haus war. Nachdem ich aufgelegt hatte, rannte ich zur Hintertür, erwartete jeden Moment, dass die Kellertür aufsprang. Ich fummelte mit der inneren Tür herum, zog sie endlich zu mir und rannte dann wieder los, stieß die zweite Hintertür auf und stürzte nach draußen. Der Himmel war jetzt noch bedrohlicher grau. Der Wind peitschte heftiger und ich schwor, die verschiedenen Fenster des Hauses starrten mich an. Aber es gab nichts, was ich tun konnte. Kalt und durchnässt ging ich nach 15 Minuten wieder ins Haus zurück, unsicher, warum ich überhaupt wieder hineinging. Drinnen schrie ich den Geist an, er solle mich in Ruhe lassen und aufhören, mir zu folgen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich sagte, aber ich blieb mindestens 2 Stunden in der Küche, bevor ich das Auto meiner Eltern vorfahren hörte. Am nächsten Tag stellte der Elektriker fest, dass wir eine Teilspannung im Haus hatten. Ich fragte ihn, ob das alle Lichter gedimmt hätte, statt die Hälfte des Hauses komplett ohne Strom zu lassen. In jedem Fall zogen wir kurz danach in ein Haus in der Nähe des Oakland Hills Golf Clubs. Dort hatten wir keine merkwürdigen Vorfälle mehr und uns wurde bewusst, wie töricht es war, so lange in dem gelben Haus zu bleiben. Wir fragten uns, warum wir überhaupt geblieben waren. Es fühlte sich an, als ob jemand uns dazu gebracht hatte, in dem Haus zu bleiben, um seine Aggressionen an uns auszulassen. Einmal ging ich zurück zur Wing Lake Road und sprach mit dem Nachbarn, der immer nach mir gesehen hatte. Ich fragte ihn nach der Geschichte des Hauses, ob jemand dort gestorben sei oder vielleicht im Garten begraben liege. Er erzählte mir, dass ein älteres Ehepaar dort gelebt habe, das eine raue und gewalttätige Beziehung geführt habe. Er meinte, es sei möglich, dass jemand in dem Haus gestorben oder ermordet worden sei. Ich erinnerte mich an eine kleine Stelle am Ende der Auffahrt, die wie Aquarienkies aussah, und plötzlich kam mir die Lösung in den Sinn. »Sie ist am Ende der Auffahrt begraben, oder?«, fragte ich den Nachbarn. »Ja, das glaube ich auch«, antwortete er. Ich wünschte wirklich, er hätte mir das früher gesagt. Alles, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Frau, die früher dort gelebt hatte, ein missbräuchliches Leben geführt hat und diese Abneigung gegenüber Männern mit ins Grab nahm. Ihr Geist blieb im Haus und beeinflusste uns so, dass wir dort blieben, während sie ihre Aggressionen an allen Männern im Haus ausließ. Nach diesem Erlebnis habe ich eine neue Lebensweisheit. Man weiß nie, wie es wirklich ist, bis man es selbst erlebt hat. Im Wald. Vor etwa 2 Monaten machten meine Frau und ich eine lang geplante Reise. Sie ist Buchhalterin und ich arbeite als Kfz-Mechaniker. Wir hatten uns diesen Urlaub sorgfältig nach unseren Arbeitszeiten eingerichtet. Schon lange träumten wir von einer Reise quer durch das Land, von Küste zu Küste. Uns beiden gefiel die Vorstellung, mit dem Auto zu reisen, mehr als zu fliegen.
Es schien abenteuerlicher und man wusste nie, welche Sehenswürdigkeiten man unterwegs entdecken würde. Doch das, was wir auf dieser Reise erlebten, war das Beängstigendste, was ich je erlebt habe. Wir waren bereits 6 Tage unterwegs, seit wir unser Zuhause in South Carolina verlassen hatten. Unsere Route führte uns durch Tennessee, Texas, New Mexico und dann hinauf in den pazifischen Nordwesten. Zu diesem Zeitpunkt befanden wir uns in Oregon, auf dem Weg zur Küste. Um die Reise noch interessanter zu gestalten, hatten wir uns einige Regeln auferlegt. Eine davon betraf unsere Übernachtungen. Wir hatten beschlossen, nur in Motels zu übernachten, wenn wir eines fanden, sobald wir müde wurden. Keine Reservierungen im Voraus. Falls wir kein Motel finden oder kein Zimmer bekommen würden, würden wir am Straßenrand campen. An diesem Abend waren wir auf einer einsamen Autobahn unterwegs und beschlossen anzuhalten und einen Platz zum Campen zu suchen. Da wir direkt an der Autobahn keinen geeigneten Platz fanden, beschlossen wir, die nächste Landstraße zu nehmen, solange es offensichtlich kein Privatgrundstück war. Nach etwa 15 Minuten fanden wir einen Schotterweg, der in den Wald führte und schließlich in einen Pfad überging, den nur ein Geländewagen bewältigen könnte. Wir stellten das Fahrzeug am Rand des Schotterwegs ab und holten unsere Campingausrüstung heraus, während die Sonne langsam unterging. Wir hatten ein kleines 3-Personen-Zelt, Schlafsäcke, Rucksäcke mit dem Nötigsten und zu unserer Sicherheit führte ich fast immer meine Pistole mit mir. Es handelte sich um einen alten Colt, den mein Vater nach seinem Einsatz in Vietnam gekauft hatte. Er hatte mir erzählt, wie sehr er diese Waffe schätzte, weil sie ihm das Leben gerettet hatte, und er würde sein Leben keiner anderen Pistole anvertrauen. Dieses Zeugnis war für mich Grund genug, ebenfalls nur dem Colt zu vertrauen. Unser übliches Vorgehen war es, in die beste Richtung vom Jeep auszugehen und in diese Richtung weiterzulaufen, bis wir eine geeignete Lichtung fanden. Auf diese Weise wussten wir, dass wir, wenn wir genau nach Norden zum Campingplatz gingen, nur nach Süden gehen mussten, um zum Jeep zurückzukehren. So konnten wir uns nicht verlaufen und brauchten keine Karte. Wir liefen etwa 20 Minuten durch den Wald, bis wir eine schöne Lichtung von etwa 15 x 15 Metern fanden, auf der wir das Zelt aufstellten. Es wurde bereits dunkel, also begann meine Frau ein kleines Lagerfeuer zu entfachen, während ich den Aufbau des Zeltes beendete. Als ich fertig war, brannte das Feuer bereits und wir setzten uns auf den Boden, lehnten uns an unsere Rucksäcke und genossen einfach die kühle Nachtluft. Wir beide genossen diese gemeinsame Zeit sehr. Unsere Arbeit hatte uns beide stark gestresst und wir brauchten dringend eine Auszeit. Nach etwa 2 Stunden, in denen wir über alles Mögliche plauderten, hörten wir plötzlich ein Geräusch in der Ferne. Zuerst dachte ich, es könnte ein Baum sein, der umstürzt, vielleicht ein alter, der morsch geworden war und nun zusammenbrach. So etwas hatte ich schon einmal gehört und es klang ähnlich. Doch es hatte auch einen metallischen Klang, als würde etwas Metallisches durch die Bäume fallen. Es musste mindestens 100 Meter entfernt sein, aber es war laut. Meine Frau fragte, was das sein könnte, und ich sagte ihr, dass ich es nicht genau wüsste. Sie fragte, ob es ein Tier sein könnte, doch ich verneinte. Dann hörten wir Männerstimmen, die offensichtlich riefen und arbeiteten. Ich dachte sofort, dass wir uns möglicherweise auf Privatgrundstücken befanden und sie dort in der Ferne irgendeine Arbeit verrichteten. Wir waren bereits zuvor von Grundstückseigentümern entdeckt worden, die nicht erfreut darüber waren und uns aufforderten, das Gelände zu verlassen. Wir waren beide sehr müde und wollten nicht riskieren, weggeschickt zu werden oder dass die Polizei gerufen wurde. Also entschieden wir uns, das Feuer zu löschen und still zu bleiben. Wir saßen einfach da und lauschten, während es so klang, als würde Metall durch die Bäume krachen und Männer sich unterhielten. Das ging über eine Stunde so, bis ich entschied, dass es dumm sei, nur da zu sitzen und dass ich nachsehen müsste, was sie da taten. Meine Frau mochte diese Idee nicht und bat mich, bei ihr zu bleiben. Ich sagte ihr, dass sie wahrscheinlich die ganze Nacht so weitermachen und uns wachhalten würden, also sei es besser, nachzusehen und unsere Anwesenheit anzukündigen. Schließlich stimmte sie mir zu und wollte mich begleiten. Wir standen beide auf und ich steckte die Pistole in ihr Holster hinter meinem Rücken. Wir gingen in Richtung des Lärms. Obwohl wir keine Taschenlampe dabei hatten, war es vom Mondlicht hell genug, dass wir keine brauchten. Nach etwa 75 Metern standen wir am Fuße eines steilen Hügels. Wir suchten nach einem Weg hinauf, als wir es wieder hörten. Das metallische Geräusch, das durch die Bäume krachte. Es klang, als käme es direkt über uns. Wir blieben stehen und schauten uns um. Dann sah sie es. Sie packte meine Schulter und deutete nach oben. Ich blickte hinauf und sah, dass am oberen Rand des Hügels ein halbes Fahrzeug über den steilen Rand des Hügels hing. Ich wünschte, ich könnte das Gelände besser beschreiben, aber es ist schwierig.
Der Hügel war über uns und die steile Seite des Hügels war praktisch eine Klippe. Sie führte hinunter in ein tiefer liegendes, dunkles Waldstück. Es gab keinen klaren Weg nach oben, wir standen einfach unten am Fuß des Hügels. Wir hörten die Männerstimmen, die weiterhin riefen und stöhnten, während sie an etwas arbeiteten. Ich wollte fast rufen, aber meine Frau drückte mir fester die Hand und ich wusste, dass sie wollte, dass ich still bleibe. Wir standen einfach nur da und lauschten. Es war klar, dass die Männer versuchten, das Fahrzeug über die Klippe zu schieben und in den tiefer liegenden Bereich unter uns zu werfen. Ich wusste nicht, warum sie das taten, aber es war offensichtlich ihr Plan. Sie stritten sich darüber, wer mehr schieben würde und wer sich drückte. Zwischen den Schüben und Beschwerden war es ruhig. Schließlich rutschte das Auto über den Rand und meine Frau zuckte zusammen, als es durch die Bäume krachte und in den schattigen Bereich darunter fiel. Ich war wie gelähmt und wusste nicht, was ich denken sollte. Dann sahen wir Taschenlampen strahlend von der Spitze des Hügels. Meine Frau rannte sofort zur Seite des Hügels, wo sie uns nicht sehen konnten, falls ihre Lichter in unsere Richtung leuchteten. Ich folgte ihr und zog die Pistole aus ihrem Holster. Die Strahlen scannten den Bereich unter uns und was ich sah, erschreckte mich zutiefst. Ich hörte das leise Quietschen meiner Frau, als sie zu weinen begann und versuchte es zu unterdrücken. Das Auto, das die Männer über die steile Klippe geworfen hatten, war nicht das einzige Fahrzeug im schattenreichen Gebiet. Ich konnte mindestens 3 weitere Autos dort unten sehen. Jedes war voller Dinge. Nicht Müll, sondern Sachen. Koffer, Schuhe, Kleidung und andere zufällige Dinge. Dinge, die man normalerweise nicht zurücklässt. Wir blieben still, als die Stimmen langsam verschwanden und wir ein lautes Lastwagenstarten in der Ferne hörten. Selbst nachdem wir den Motor des Lastwagens nicht mehr hören konnten, blieben wir vielleicht noch 10 Minuten still stehen. Schließlich flüsterte sie: "Warum werfen die Leute Autos und Habseligkeiten in einen Graben im Wald?" Ich antwortete, dass ich es nicht wüsste, aber wir sollten besser verschwinden. Wir rannten zurück zum Campingplatz und begannen, unsere Sachen zu packen, als meine Frau mich aufforderte, aufzuhören. Sie sagte, wenn wir jetzt gehen würden, könnten wir den Männern auf der Straße begegnen. Das wollte ich auch nicht, also hörten wir einfach auf. Wir beschlossen, nicht zu bleiben, sondern setzten uns einfach in das Zelt und hielten uns fest, bis wir beide einschliefen. Als wir am Morgen aufwachten, hatte ich ein seltsames Gefühl, dass das, was wir gesehen hatten, gar nicht so unnormal war. Es war einfach dunkel und wir wussten nicht, was wir sahen. Ich sagte ihr, dass wir zurückgehen sollten, um den Ort bei Tageslicht zu sehen. Sie stimmte zu, meinte aber, wir sollten das Campingzeug trotzdem packen, um schnell verschwinden zu können, falls nötig. Wir packten zusammen und gingen zurück zu dem Hügel, an dem wir in der Nacht zuvor waren. Bei Tageslicht war der Anblick zwar weniger beängstigend, aber immer noch so seltsam. Insgesamt waren 5 Autos in den Graben unterhalb des Hügels gestürzt. Jedes war voller Gepäck und Kleidung. Einige der Kleidungsstücke waren für Kinder. Es schien einfach nichts zu sein, was man wegwerfen würde. Und die Autos waren nicht alt, sie waren neu, abgesehen von den Schäden, die durch das Herunterstoßen von der Klippe verursacht worden waren. Wir fanden einen Weg zur Spitze des Hügels und entdeckten dort eine kleine Schotterstraße mit relativ frischen Reifenspuren. Es gab Schleifspuren im Dreck, die zur Klippe führten, von der die Männer das Auto hinuntergestoßen hatten. Wir machten uns auf den Weg zurück zum Jeep und fuhren zurück zur Autobahn. Kurz darauf hielten wir an einem Diner an, um zu frühstücken. Während des Essens diskutierten wir darüber, wie albern es war, dass wir uns so sehr von etwas erschrecken ließen, das wahrscheinlich eine einfache Erklärung hatte, auch wenn uns keine einfiel. Das Haus. Ich bin in Nordtexas aufgewachsen und einer meiner Freunde hatte eine Rinderfarm mit viel Land. Die Straße, auf der er lebte, trug den Namen seiner Familie. An den Wochenenden gingen wir oft weit weg von seinem Haus, tief ins Land hinaus. Wir nahmen eine Gitarre und ein wenig Gras mit, machten ein Lagerfeuer und hingen einfach zusammen ab. Eines Sommerabends fragte mein Freund, ob wir ein verfluchtes Haus sehen wollten. Er sagte, es sei nicht wirklich verflucht, aber es liege weit draußen in der Einöde und sei verlassen. Er meinte, er sei ein paar Mal daran vorbeigefahren, als er auf Farmrouten unterwegs war, aber er hatte nie den Mut gehabt, es selbst zu erkunden, besonders nicht bei Nacht. Es war einer dieser Momente, in denen niemand der Erste sein wollte, der Nein sagt, also sagten wir alle Ja. Es war eine kühle, klare Nacht und wir quetschten uns in den Wagen meines Freundes. Wir hörten guten alten Classic Rock und genossen die Fahrt.
Wir kamen zu einem Bereich, wo wir einen sehr alten Fluss überqueren mussten, der jetzt nur noch ein Bach war. Dieser Bach hatte das Land so lange erodiert, dass es eine sehr steile Senke gab. Über den Rest des Baches lag ein großes Holzbrett, das die Überquerung möglich machte. Unser Freund versicherte uns, dass es für das Auto sicher sei, obwohl es so aussah, als ob der Winkel zu steil wäre, um ihn ohne Schaden zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Atmosphäre geändert. Wir waren nicht mehr einfach nur entspannt unterwegs. Niemand sagte etwas, weil wir alle aus den Fenstern in die dunklen, drohenden Bäume und die vom Mondlicht beleuchteten Wiesen blickten. Wir hielten die Luft an, als wir den Bach überquerten, und als wir ihn passiert hatten, spürte ich eine spürbare Veränderung. Es war, als könnte ich spüren, dass wir uns dem Haus näherten. Niemand hatte in den letzten 10 Minuten ein Wort gesagt, außer mein Freund, der uns immer wieder mitteilte, wie weit es noch bis zum Haus war. Es gab absolut nichts da draußen. Nicht einmal eine asphaltierte Straße, nur einen alten, überwucherten Schotterweg, der seit mindestens einem Jahrzehnt kaum genutzt worden war. Plötzlich wurde mir etwas bewusst, das sich langsam eingeschlichen hatte. Ich durchbrach die Stille. Alles ist schwarz-weiß. Ich kann nur schwarz-weiß sehen. Alle anderen im Auto fingen an, in Panik zu geraten, weil sie auch nur schwarz-weiß sehen konnten. Es gab keine Farben, nur Schattierungen von Schwarz, wie auf einem alten Foto. »Sind wir tot?«, fragte ich. Ich war überzeugt, dass wir unterwegs gestorben waren, aber es nicht bemerkt hatten, wie in einem Horrorfilm. Bis heute habe ich keine Erklärung dafür. Wir hielten schließlich am Haus an. Die Farben schienen zurückgekehrt zu sein, aber es war so dunkel, dass es ohnehin keine Rolle spielte. Das Haus war zweistöckig, leicht geneigt und die Fassade sah bedrohlich auf uns herab. Es war ein altes Südstaatenhaus mit weißen Säulen, die durch das Alter verfärbt waren, und falschen Balkonen unter den Fenstern im zweiten Stock. Etwa 50 Meter vom Haus entfernt stand ein großes, metallisches Silo. Als die Scheinwerfer unseres Autos das Gelände erfassten, wich die Dunkelheit nur widerwillig, da sie sich hier tief verankert hatte. Wir begannen langsam, uns dem Haus zu nähern. Im Vorgarten gab es viele frisch gegrabene Löcher, etwa so groß, dass ein kleiner Blumentopf hineinpassen würde. In den Löchern fanden wir zerknüllte Papierstücke. Auf den Papieren waren grobe Zeichnungen, wie von Kindern zu sehen. Es waren Menschen, Strichmännchen. Einige der Strichmännchen waren auf den Kopf gestellt oder lagen flach. Einige der Strichmännchen hatten Gesichter und sie sahen alle traurig aus oder schienen über etwas zu schreien. Wir gingen zum Silo. Es war nicht verschlossen. Mit einer Taschenlampe leuchteten wir das Innere ab. Es war vollkommen leer und glänzte wie poliertes Chrom. Es roch nach Sägemehl und altem Hafer. Ich schwor, dass ich das Weinen eines Mädchens hörte, aber vielleicht waren es auch nur die Scharniere der Tür. Schließlich gingen wir zum Haus. Die Türen hingen alle aus den Angeln. Es gab eine Fliegengittertür, die teilweise zerrissen war. Wir gingen hinein. Wir teilten uns in Gruppen auf, um das ganze Haus zu erkunden. Wir versuchten, mutig zu wirken, indem wir sagten: „Am meisten Angst habe ich, dass der Boden einbricht." Wir öffneten Schränke und hielten den Atem an, bevor wir die Türen öffneten, aber fanden nichts. Das ganze Haus war völlig dunkel und leer. Wir hatten nur eine Taschenlampe, sodass es Teile gab, die wir vielleicht übersehen haben, aber wir wollten einfach nur raus. Zurück im Auto forderte einer meiner Freunde jemanden heraus, allein ins Haus zu gehen, sich ins Wohnzimmer zu setzen und die Augen für 30 Sekunden zu schließen. Er sagte, er würde es tun. Ich konnte es nicht glauben. Das könnte ich niemals tun. Er ging stolz in Richtung des Hauses. Wir sahen ihn hineingehen. Das Wohnzimmer war das erste Zimmer im Erdgeschoss, hinter dem Foyer. Mehrere Minuten vergingen. Wir dachten, er wollte uns erschrecken, indem er so tat, als ob er nicht zurückkäme, um einen von uns dazu zu bringen, hineinzukommen, damit er uns einen Schrecken einjagen könnte. Dann bemerkten wir den Geruch. Etwas stank im Auto. Der Freund, der fuhr, sah nach unten und entdeckte eine tote Katze, die unter die Pedale gestopft worden war. Dann bemerkten wir, dass überall im Auto Katzenhaare verstreut waren. Wir gerieten in Panik, begannen, die Hupe zu betätigen und die Scheinwerfer auf das Haus zu richten. Unser Freund kam nicht heraus. Schließlich gingen ein weiterer Freund und ich hinein, um nach ihm zu sehen. Als wir das Wohnzimmer betraten, fanden wir ihn auf dem Boden sitzen, zusammengerollt, mit dem Rücken zur Wand, die Arme um seine Knie geschlungen und den Kopf in seinen Beinen vergraben. Er sah uns an, als wollte er uns sagen, wir sollten weglaufen, als wäre es schon zu spät. Wir sagten ihm, er solle aufstehen, damit wir verschwinden könnten. Er zeigte auf die Wand hinter uns. Die
Die Scheinwerfer des Autos blinkten immer noch und versuchten uns zur Flucht zu bewegen. Jedes Mal, wenn die Lichter blitzten, konnten wir es sehen. Alle unsere Namen waren in Rot an die Wand geschrieben. Später im Sommer ging ein Freund von mir bei Tageslicht zurück zu dem Haus und brannte es nieder.